Und damit Hallöchen und willkommen zurück zu einem weiteren mega spannenden Match bei Inazuma 11 Ultimate. Und jetzt sieht es ein bisschen flüssig aus. Hat gerade ein bisschen geleckt, aber geht wieder. Ja, Lecks wollen wir nicht. Muss nicht unbedingt sein. So. Erstmal, ich bin so lost. Gegen wen spielen wir heute? Ach, genau, gegen die, wie hießen die? Die Betonmischer. Betonmischer. Ein ganz wilder Name. Aber ich denke mal, die kriegen wir schon irgendwie klein. Klein wie Zement. Bröckchen. So, Story Team. Wir legen gleich mal los. Keine Zeit verlieren. Touchpin ist immer ready und let's go. Oh, 80. Running in the 80s. Also wird es ein bisschen krass. So. Raimon oder Ultimate 11 versus die Betonmischer. Heißt also, sind sehr, sehr, sehr hart, stark. Also eine krasse Verteidigung. Wir werden sehen. Ah, schön ruhige Musik. So, das hier. Aber wir sind die Betonmischer. Wow. Okay, die Verteidigung ist echt sehr, sehr, sehr krass. Vor allem Wandli Nebencheck in der Innenverteidigung. Und Mount Mount ist auch ein extrem krasser Verteidiger. Kekka kenne ich gar nicht. Das sieht sehr seltsam aus. Oh, Chapel ist dabei. Ehrenfrau. Und Aphrodite. Boah. Das ist eine krasse Mannschaft sogar. Oh, Ehre. Mondo ist dabei. Boah, das ist eine geile Mannschaft. 1, 2, 3. 6 Verteidiger. Was ist das für eine Aufstellung? Vermächtnis. Gott, die Aufstellung habe ich gar nicht. Krass, 6 Verteidiger. Wow. Sieht aus als ein Christbaum. Ist ja krass. So, gehen wir es alle mal von oben bis unten durch. Bin immer noch ein bisschen leicht überrascht. So, vorne an der Spitze steht Sail. Oder Sail. I don't know. Der stolze Anführer der himmlischen Herolde verliert nie die Beherrschung. Dann haben wir vorne links noch Stanley Switch. Zum Leidwesen der Schulbänke ist sein bester Freund ein Taschenmesser. Klingt nicht so gut, wobei seine Frisur sieht auch Rasiermesser scharf aus, wie so eine Klinge. Chapel, Abra Chapel. Nettes Mädchen, das immer noch den Weg fragt. Auch im Ausland. Das ist eine Ehrenfrau, die ist richtig, richtig gut. Haben wir auch. Und Byron Love oder Aphrodite oder Aphromite Dynamite. Ein Künstler auf den Rasen, der selbst Gegner begeistern kann. So, und ich bin sehr begeistert von dieser krassen Verteidigung. Walter the Mountain ist trotz guter Leistungen ein Vielfraß und manchmal auch ein Hasenfuß. Da sieht man auch, Abwehr ist hier, komme ich so weit hoch. Ah, ich komme sogar hin, cool. Hier, 145. General Game sagt mir auch überhaupt nichts. Ungeschlagenes Mitglied des Schachclubs mit Aussicht auf Profikarriere. Gut, dass der Abwehr jetzt nicht ganz so krass. Manli Changcheng, 143. Ehre. Das größte und stärkste Teammitglied steht auf Fairplay und fette Speisen. So, da stinkt Jack schon ein klein bisschen ab. Ich finde, irgendwie Jack ist hier bei Go. Auch bei weitem nicht so krass wie bei Inazuma 11 1, 2, 3. Also auch von den Werten hier, ist mir auch schon aufgefallen. Denn normalerweise sind die beiden da ziemlich gleich stark. Kann man sagen. Ich sage immer, Wanli ist der Check, also der Wallset von Go. Aber da ist er echt ein bisschen schlechter. Die Mauer in der Abwehr. Er ist riesig, aber auch ein bisschen feige. Dark Spude sagt mir auch überhaupt nichts. Ich kenne nur einen, der Spooky heißt und so ähnlich aussieht. Ein hilfsbereites Kind, das all seine Aufgaben mit einem Lächeln erledigt. Aber niemand sieht es. Ash Kegger kenne ich gar nicht. Der fanhistorische TV-Dramen sehnt sich zurück in die Zeit der Samurai. Apropos Samurai, ich habe so verdammt Bock auf Ghost of Tsushima. Es ist gerade heute wieder in den Twitter-Trends. Und ich habe schon seit langem nicht mehr so Bock auf dem Spiel. Da habe ich echt ziemlich Bock drauf. Ghost of Tsushima kommt ja Mitte Juli raus.
Hätte ich schon ein bisschen Bock. So, und hier war es Evita Gouvel Gue, hört sich an wie Moe. Ein liebes Mädchen, das alle mögen, obwohl sie nicht so gut Fußball spielt. Trotzdem Annahme wert. 184. Wer ist die? Warum ist sie so krass? Boah, das wird richtig witzig. So, wen haben wir hier links noch? Fred Side Manners. Hilft gern älteren Menschen, die unter dem allgemeinen Ärztemangel leiden. Kennt keine Sau, hat aber 174. So, Diamondo. Gut, dass er die Werte im normalen Bereich. Schnell und diskret wurde zum Beitritt bei den Luftengrechern überredet. Und zu guter Letzt noch Preston Digitate. Auch 177. Das sind die für krasse Torwerte. Liebt den Zirkus, weil er dort gesehen hat, wie jemand entzweigesägt wurde. Wow. Dann würde ich es auch lieben. Seid ihr aus Angst? Okay, gucken wir mal, wie das Match so verläuft. Wir gehen gleich mal into the game. Also jetzt bei Team Level 80, denke ich mal, werden die Matches schon ein bisschen leicht, oh, das war sehr gut, leicht kniffliger. Erster Kampf heißt Easter. Der schwarze Läufer. Oh. Gab hier, glaube ich, keinen, oder? Ne, aber... Aber das ist Rumi, ich glaube schon. Jo, Rumi, perfekt. Ich hoffe, wird das nicht mitgestunt. Ah, verdammt. Super. Weil sie einfach so nah nebeneinander stehen. Aber ich bin dabei, alles gut. Seil, glaube ich. Die weiße Dame. Boah, die spawnen ja anders, die Kampfgeister. Aber alles cool. Zwei Kampfgeister draußen. Das heißt, ich könnte, wenn ein bisschen Zeit bleibt. Ja. Das war dann eine kleine Torschusspanik. Solaris zurück. Ich wollte gerade noch Kampfgeist beschwören, aber ein bisschen Zeitdruck, sagen wir es mal so. Mal gucken, wie stark der ist. Himmelshand. Ha! Bam! 1:0. Ich glaube sogar, so habe ich fast vergessen. Increasen 517. Sehr schön. Ich glaube sogar, dass die aus Reimann ist, diese Gui. Kommt mir ein bisschen bekannt vor, der zumindest. Also ich glaube, man kann sie in der Schule abwerben. Das weiß ich ziemlich sicher. Nein, musste das jetzt sein. Ja, ich hab's geschafft. Eieiei. So. Jetzt gleich ran an die Buletten. Einfach schwarzer Turm bei ihm. Zu langsam. Trotzdem, Azra Chapel. Ha, Glück gehabt. Trotzdem. Langsam sollte mal der gut alte Pegassen mal rauskommen. Da haben wir gerade ein bisschen Soundprobleme. Ich hoffe mal nicht. Huiuiui. Boah. Gerade ein bisschen viel Kampfgeister hier. Jetzt ein bisschen ans Eingemachte. Wow. Komplett zerstört. Oh, das Musiker-Trikot. Stark Modegeschmack. Der Mountain. Der hat auch einen schwarzen Turm. So, an Game ist eine vorbeikommen. Oh Gott, das ist ja mal starke Techniken. Sorry, Wandli. Ist eine gegnerische Wandli. Da kann man es machen. So. Und Pegasus Faust. 1 KGP zu wenig. 1. Und ja, ich versuche gerade aus irgendeinem Grund die heiße Phase zu aktivieren. Aber die gibt es ja nicht. Traurig. Ha! Bam!
2:0. So, 5:18, bist doch gelacht. Ich spiele doch gefühlt immer so. Musste das sein? Ich hab's geschafft. Dann haben wir das so Mikrofon von der Seite her, dass mir so die Nase stecken kann, um einiges praktischer. So, gleich mal starten. Auf die arme Chapel. Boom! Bodycheck. Alle Nasenlöcher gebrochen. Satz den drittes. Und jetzt wie ein König langsam voranschreiten, hoffen, dass Kaiser Mountain umnieten kann. Ja, eher weniger. Erobern, angreifen eher nicht. Und beide angreifen. Ah, oh, ganz schön weh getan. Aber ich hab den Ball. Jetzt hat Wanne den Ball schon mit den. Wobei, er ist der ohne Kampfgeist. Das könnte also klappen. Boah! Zwei Kampfgeist-User komplett damit außer Gefecht gesetzt. Wow! Das ist krass. Und Kaiserpinguin 2. Auch nicht schlecht. 2 Power 3. Ich will nichts sagen, aber läuft ja relativ gut. Denn jetzt kommt gefühlt das 3:0. Hier. Boom! Nice! Läuft ja super. Nase juckt. Musste das sein. Ja, habt den Schuss gesehen. Gut, oder? Fabulös. Beinahe. So, mal kurz hier wieder sprinten. Gesprintet. So, damit sind wir beide komplett down. In der Halbzeit. Hat sich sehr gelohnt, jetzt noch die Technik einzusetzen. Das können wir sicher noch rumreißen. Was hat der denn für eine krasse Frisur? Der Forschung dürfen wir nicht verspielen. Nee. Ich glaube, ein 3:0 werden wir nicht so schnell verspielen. Krass, ein Tor mit schon 80%. Und das bei einem gegnerischen Teamlevel von 80, das ist schon beachtlich. Ich weiß noch nicht genau, es ist die letzte Tour, aber ist es deshalb auch die schwerste? Ich habe es ja gefühlt komplett durcheinander gespielt. Da werden noch einige Matches hier offen. Von dem her kann da noch relativ viel nach oben abgehen. Gewagter Schuss. Hier sind wir jetzt. Ah! Leider nicht. Ich sehe zum ersten Mal, dass der Gegner das Musikertrikot hat. Ich habe auch noch nie gesehen bei den anderen Gegnern. Ah, komm schon. Ran an den Check. Ne? Der setzt sich einfach durch. Jetzt aber angreifen. Reinstes Harakiri. Er wird auch angreifen. Krass. Der schwarze Turm ist ganz schön robust. Vielleicht sollte ich meinen Check damit auch ausrüsten. Ich habe locker einen schwarzen Turm. Ich habe zu viel über die Schachfiguren. Denn das macht schon irgendwie sehr viel Sinn. So. Seil. Ah. Hier geht ein bisschen die Muffe. Abseitsfalle. Die Rettung, wenn alles zu spät ist. Abseitsfalle. Safe. Trotzdem, ich kann sehr leicht wieder in dieselbe Situation kommen, von dem her. Schön nach vorne spielen, vielleicht. Machen Kampfgeist. Ich denke mal, sie haben auch. Die müssen alle wieder down, das heißt, das passt wieder. Wo ist er denn? Ah ja.
der Lanzen. Denn ich will es ja zum Beispiel auch so machen, wenn jetzt der Gegner einen Kampfgeist rausdarf, will ich auch noch einen rausholen und jetzt nicht zwei, drei, vier Stück. Das einigermaßen so gleich bleibt. Alle verloren. Alle Lanzen ist ganz schön. Ja, kommt ganz schön schützen. Ah, nicht so weit da vorne. Gewagter Schuss. Verschenkter Schuss, noch besser. Ah. So. Gegnerischer Check ist kaputt. Oder down. Jetzt kann man ihn relativ leicht umnieten. Er sieht zwar robust aus, aber er hält nicht zu viel aus. Und Eisfeuerlanze. Wenn kein 15-0, das wenigstens 14-0. Komplett weggerissen. Bam! 4-0. Juhu! Da sind wir schon bei 25. Ah, muss das sein? Grande! Zuschuss Pantore! So, dann weiter im Text. Geht wieder Richtung Chapel. Muss sie wieder umhauen. Ich schaff's nicht mal. Dann muss ich sie abscannen. Immer wieder krass, wie stark Dicky Scan sein kann. Unfassbar. So, und jetzt auf Kampf noch ein Tor. Jetzt hoffe ich alle drei. Wenn ich das gut hier ausreiche, ne. Wäre jetzt krass gewesen. Ah. Ah, ne. Mir zeigt sich nichts mehr. Schade. Egal. Ne, schade. Bleibt leider beim 4-0. Immer wieder nervig sowas. Ah, trotzdem, ich habe gewonnen. Gewonnen, aber ich bin am Meckern. Ich hätte ja noch krasser gewinnen können. Theoretisch. Genießt den Sieg. Noch einmal zwei für euch nämlich nicht geben. Den Kecker habe ich gar nicht in der Aktion gesehen. Gewonnen. Mann, wir haben es geschafft. Yeah! 4-0. 64%. Jo. Ab für Mega Plus die Betonbüscher. 1070 Erfahrungspunkte. Fresh, würde Monte sagen. Sehr geil. So, jetzt sind wir mal die Frage aller Fragen. Gegen wen spielen wir das nächste Mal? Ah! Oh, cool! Sehr, sehr cool. Wir spielen gegen die FC Eisenschild. Was für ein krasses Logo. Sieht aus wie. Ach, wie ist er noch bei Naruto? Sharingan, Byakugan, Rinnegan. Das waren die drei Augentechniken. Bestimmt gibt es noch die vierte, die ich vergessen habe. I don't know. Sieht aber eher aus wie so ein Sharingan. Gott, da gab es so viele. Das Magne Q Sharingan. Das tausendjährige Sharingan. Da gab es so viele. Also Rinnegan bis an Sharingan von Naruto. Also von Sasuke, von der Itachi. Ja, von der Itachi-Familie, man kennt sie, lol. Von der Uchiha-Familie, vom Uchiha-Clan, um genau zu sein. Genau. Übrigens, kleiner Fun-Fact: Naruto finde ich ganz cool. Boruto mag ich gar nicht, aber komischerweise, Samurai 7 finde ich wiederum ganz geil. Habe ich gerade fertig gelesen. Ist im Grunde auch ein Ninja-Manga vom selben Zeichner. Aber ist ein anderes Universum und dann finde ich es wiederum irgendwie cool. Bisschen leicht unlogisch, aber kommt jetzt gerade der Gedanke. So, genau. Aber wie gesagt, wir spielen dann das nächste Mal gegen den Fußballclub Eisenschild. Klingt absolut hart. Ich bin mal sehr gespannt, wie das Match sein wird. Also, ja. Dann würde ich mal sagen, danke fürs Zugucken.
und bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, immer schön im kleinen, runden Ball bleiben. Bis dann!